mein Problem ist, dass eigentlich nicht nur vom Patienten ein Tabuthema ist, sondern von den Pflegenden, von den Ärzten. Ich habe so viele Patienten, die sagen, ich habe meinem Arzt etwas gesagt. So, ach, Sie in Ihrem Alter, das ist doch nicht so tragisch, das ist normal. Der Patient spricht nicht mehr mit dem Arzt über dieses Problem. Also darum denke ich, wir machen viel Kampagne, Öffentlichkeitsarbeit, aber diese muss vermehrt auch beim Fachpersonal passieren. Sport machen, also rennen, das ist unmöglich. Seiligumpen ist unmöglich. Also sobald es auch mit Kraftsachen, da wenn ich nur ein bisschen Drang habe, um auf die Toilette zu gehen, dann kann ich mit etwas, wo schwer ist, wenn ich zum Beispiel Posti-Taschen lupfe oder eben im Fitnesscenter etwas machen mit Kraft, das liegt alles nicht mehr drin. Weil da verliere ich Wasser. Betroffene Personen sind sich natürlich vielen Schwierigkeiten gegenüber. Stellen Sie sich selber vor, Sie möchten in eine Boutique zum Einkaufen. Häufig hört man, ach, die Toilette ist nur fürs Personal. Oder auf Reisen, betroffene Patientinnen wissen überall, wo die Toiletten stehen, könnten Stadtplan zeichnen nach den Toiletten. Also die Patientin ist wirklich in ihrem Alltag eingeschränkt und leidet unter dieser Situation. Die Lebensqualität nimmt ab. Die Alternative zur Operation sind für mich das erste Mal Medikamente. Und das habe ich dann gesagt, erst einmal sind es nicht, ist nicht so, dass es, kann ich sagen, hundertprozentig befriedigend. Und die andere Alternative ist, ich habe einfach noch mit dem Pessar probiert, aber es ist nicht hundertprozentig befriedigend gewesen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Patientinnen, die sich nicht operieren lassen möchten oder noch nicht operieren lassen möchten. Ein Pessar, das man in die Scheide einführt, ähnlich wie ein Tampon, und es führt zum besseren Verschluss der Harnröhre. Dann gibt es aber auch die Einlagen, eben die Wegwerfeinlagen mit dem Superabsorber, der rasch Urin aufnimmt, was einem Sicherheit verleiht mit den Auslaufsperren. Und da gibt es eine interessante Neuheit sicher. Hightech der Wäsche, eine waschbare Unterhose, auch da kann zusätzlich eine waschbare Einlage eingelegt werden, schützt optimal beim Absitzen sicher, wenn die Einlage nass ist, es tritt keine Flüssigkeit nach außen, man schwitzt nicht und die Patientin entscheidet selber, welches Modell für sie passend ist. Es gibt Möglichkeiten für unterwegs, der wieder waschbare Urinbeutel, den man auch an die Scheide hält, darin die Blase entleert und nachher ausleert, aus der Autotüre oder in die freie Natur. Das Umfeld hat eigentlich sehr positiv reagiert, als ich gesagt habe, ich gehe die Operation machen. Und es hat Freundinnen gegeben, die ich das erzählt habe, die gesagt haben, oh, das habe ich schon lange. Das sagt man dann, wie das ist. Erst dann haben sich die Leute, die Frauen, geoutet, die ich es darauf angesprochen habe. Nach einer Operation ändert sich für die Patientin vieles. Sie muss natürlich wieder lernen. Viele müssen überhaupt wieder Vertrauen fassen, dass sie keine Einlage mehr finden, dass sie die Beine nicht zusammenklemmen, wenn plötzlich kein Urin mehr abgeht. Also sie beginnen ein neues Leben. Ich freue mich auf das Leben nach der Operation, weil ich bin positiv eingestellt, dass das gut kommt. Und das ändert sehr, sehr viel. Das ist eigentlich auf das, wo ich mich freue, wenn ich jetzt das machen lasse. Es gibt Lösungen, vielleicht nicht immer 100%, aber zumindest meistens immer eine Verbesserung der Situation.